Wenn ihr euch in der Ratskammer umblickt, könnt ihr sehen, dass Khartoum, der Hohepriester der Balana, der schaut so ein bisschen schüchtern zu Boden, nickt euch dann so ein bisschen zu und hebt so Millimeter die Hand, um so zu grüßen, und senkt dann wieder seinen Blick und schaut wieder zu Boden. Eine Frage. Ich meine, ich kenne die Krakonia-Kultur jetzt ja nicht lange, aber meine, was ist denn meine Einschätzung? Ist sich mit dem abzugeben schon ein Zeichen von Schwäche? Hau ihm einfach aufs Maul. Also würden die das im Prinzip so empfinden, sich überhaupt mit dem zu unterhalten, zeigt schon, dass du schwach bist, weil sonst hättest du gar kein Interesse an dem Lappen. Ja, im Prinzip schon. Also er ist, wie gesagt, Priesterkaste. Ihr seid nicht in der Priesterkaste. Ihr seid ja irgendwie da drunter und dementsprechend Abschaum. Aber wenn du dich jetzt zu Khartoum stellst und dann mit ihm offen in dieser Ratshalle redest, dann bist du unten durch. Wenn du das in seinem Tempel machst, ist das nochmal was anderes. Da kannst du dann sicherlich nochmal mit ihm reden. Ob dir das hilft, ist eine andere Sache. Aber wenn du dich jetzt hier zu ihm stellst, das ist ein Zeichen von Schwäche im Prinzip. Wir könnten noch den Kodasil-Priester versuchen. Aber muss der nicht eh immer gegen den Herrscher stimmen, egal was er will? Jo, also den können wir vollkommen ignorieren. Aber jetzt nur noch mal eine Frage. Oh, warte, ich dachte, wir können den Imperator wählen. Ich würde sagen, es kommt stark darauf an, ob wir den Herrscher kriegen können oder nicht. Weil wir können immer nur einen von beiden haben. Moment, aber dann müssen wir uns doch eigentlich. Ja, müssen wir uns doch eigentlich um keinen von beiden kümmern, denn wenn wir den Herrscher nicht kriegen, haben wir ihn automatisch. Wenn wir den Herrscher kriegen, haben wir ihn automatisch nicht, außer wir im Paravan ihn. Das ist korrekt. So. Aber jetzt nochmal eine Rückfrage. Wir könnten ihn durch einen Quetzlinger ersetzen. Kannst du nicht einfach. Der Herrscher ist ja Charybdoroth-Paktierer oder zumindest Charybdoroth-Priester, so wie ich das verstanden habe, Grundmutter. Kannst du dich einfach dem Charybdoroth-Dämon als Messenger schicken und sagen, ey, so und so ist es, mach mal das. Das wäre schon cool, wenn Eli ihm einen Besuch abstattet. Halt, ja. Aber müssen wir? Nein. Nö, aber dann hättest du auch was hier unten getan. Dann haben wir alle Anteil an dieser manipulierten Wahl. Sehe ich aus, als würde ich für nichts ein Dreigehörn. Also, wie viele Hörner hat der Hüt? Als würde ich für nichts ein Dreigehörn berufen wollen? Ja. Also, definitiv. Siehst du aus, als würdest du also machen, wenn es irgendjemand in der Geschichte von DSA gemacht hat, dann ist es Serpentilio. Ja, richtig. Ja, right. Kurz davor, einen Ärztemod zu rufen, um dir den Apfel zu holen, sei ehrlich. Precisely, aber ich werde nicht von der Harpie gefressen. Ja. Ja. Abwarten. Also ich meine, ich werde es jetzt auf ihn nicht vorschlagen, aber cool fände ich es schon. Weil es das ultimative Fuck you wäre. Wir können Arschloch, ich habe jetzt seinen Gott rangeholt und der wird jetzt erklären, dass du scheiße bist. Aber wenn, dann machen wir das ja wohl in der Ratshalle, während der Abstimmung. Oder, ja genau, warte, wir können erst noch normal mit ihm reden und dann schauen wir mal, wie gut das läuft. Und wenn wir dann Nachdruck brauchen. Darf man seine Stimme ändern, nachdem man abgestimmt hat? Und vielleicht können wir sonst den anderen Dude rausfaken. Das ist eh jetzt nochmal meine Frage. Habe ich dein Kastensystem so richtig verstanden, dass die zwar alle beratend tätig sind, aber am Ende entscheidet doch hier alles alleine? Genau, das hatte der auch sowieso schon so gesagt. Also Brustruck hat euch das auch erklärt. Am Ende entscheidet der wo alles alleine. Ja, aber dann ist doch eigentlich Toast, was die anderen Typen sagen. Du musst doch eigentlich nur Vokvornak überzeugen und der Rest wird halt in... Vokvornak will einfach seine Macht behalten und ausbauen. So. Und wenn er jetzt gegen den Rat stimmt, also wenn alle Ratsmitglieder dagegen sind und er entscheidet was anderes, das kann er machen, aber dann verliert er Macht und das möchte er nicht. Deswegen wird er halt schon drauf hören, was die anderen so sagen. Also er ist im Prinzip der Balana-Priester, bloß halt nicht ganz so schlimm wie der Balana-Priester. Er hat keine Eier in der Hose, wenn wir jetzt genug Jungs zusammenkommen. Aber eine Krone auf dem Kopf. Er hat die Krone auf dem Kopf, genau. Okay. Alter, wenn halt Eli kommt und sagt, Chef sagt, mach mal, dann ist egal, wie der Rat gestimmt hat. Das ist richtig. Oh, ich könnte den Balana-Priester in Paravien, dass er den König zum Duell fordert, dann ist auf jeden Fall ein Platz frei und unser Chorpriester kann nachrücken. Aber wir haben doch gerade festgestellt, dass das alles jetzt egal ist. Ja, es ist richtig, ja. Aber ich wollte es nur gesagt haben. Also erzählen wir jetzt Vokvornak vom Willen der Charybdoroth. Das halte ich für den besten Vorschlag, ehrlich gesagt. Ja, machen wir. Und wenn er nicht hören will, dann muss er eben Eli ran. Ja. Habe ich den jungen Abdulon drin?
Naja, also ich kann dir auch gleich nochmal die ganzen Modifikationen sagen, die sind ja sehr günstig. Du hast recht, er braucht keine, ich muss ihm keine Eigenschaften mitgeben, das passt. Also ich muss mal eben, dann mal kurzes. Ach, keiner ist bestimmt. Habt ihr endlich einen Dämon gefunden, auf den ich nicht vorbereitet bin, ja? Obwohl ich selber seit 3 Wochen drüber spreche. Ich wollte gerade sagen, das hast du selber in den Raum reingestellt. Ihr wusstet nicht, dass ich es wirklich tun würde. Das ist, am Ende würfel halt und guck, ob es ungefähr passt. Ich dachte, wir sagen einfach, korrupte Beschwörung, Schwierigkeit 36, gib ihm. Oh, der ist einfach. Meine Gier ist der hat ja auch nur vier. Der hat ja nur natürlich 4 Hörner. Natürlich ist der einfach. Er will mit dir reden. Und Hörner vor allem hast du den wahren Namen, wahren Namen. Also, ich gebe dir mal die Modifikation. Ich gebe dir mal die Modifikation. Also, ich muss gerade mal schauen. Geweihte des Ingrim, bla bla, aufgrund des Wassers lichtlose Tiefen. Dämonenbeschwörungen sind um 1W3 Punkte Agrimod, beziehungsweise Charybdorot 1W3 plus 4 Punkte erleichtert. Die Beherrschung ist um 2 Punkte erleichtert. Zauber mit dem, glaube ich nicht, dass wir, doch, wir brauchen Zauber mit dem Merkmal dämonisch Charybdorot sind um 2 Punkte erleichtert und kosten 1 ASP weniger, mindestens jedoch 1. Welche Zauber gibt es, die das Merkmal dämonisch CPT haben? Der Aquafaxius. Das Ertrinken-Ding ins Wasser. Alle Wasserzauber. Alle Packgaben. Packgaben sind keine Zauber. Packgaben sind Gaben. Gab's nicht auch diesen neuen Zwingtanz? Der wäre DSA-5. Ja, gut, okay, stimmt. Wie heißt der, wo du ertrinkst, weil du plötzlich Wasser in den Lungen hast? Aquaplano. Nee, Aquafaxius auch. Nee, Nein. Nee, es ist der Aerogelo. Der lässt die Luft in deine Lunge gerinnen. Aerogelo Atemqual. So, im Grunde nur die beiden dämonischen Varianten der Faxien und der Sphäre, ja? Cool. Danke, Regelwerk, dass ihr das so genau für mich aufteilt. Ich höre ja schon auf zu rampen. Egal, weiter im Text. Vielleicht die Wettermeisterschaft pervertiert, aber... Jo. Ist auch ein Grund. Also, wollt ihr erst mit ihm reden oder macht das sowieso keinen Sinn? Ihr wollt direkt Elumilusinias holen? Nö, wir probieren das erst so. Gut. Wir probieren das erst und dann wird Serpentino sagen, wir könnten natürlich... Gut, ich muss gerade mal schauen, Gul-Jok-Juk, wenn ihr dann mit seinem Bruder redet, hält er die Klappe, ich guck gerade mal, Brustruck hört euch auch interessiert zu von der linken Seite und Uromash Sul hört euch dann auch zu, wenn ihr dann gemeinsam an den Krakenton heranschwimmt. Näher als 4 Meter, 5 Meter kommt ihr nicht ran, weil ihr sonst die Gefahr hättet, dass euch die Krakententakel zerquetschen, wenn sie dann hin und her zucken, weil er wie gesagt auf seinem lebenden Thron sitzt. Aber hören könnt ihr euch auf alle Fälle so. So, dass ihr dann eben an Wurkwornak, den Herrscher, den Hohepriester von Galxul, herankommt. Wie nennen sie die gleich nochmal? Leichmutter? Die Leichmutter, ja. Das ist ein Unterschied zwischen Leichmutter und Grundmutter, muss man sagen. Die Leichmutter ist Urkraut, die Urmutter sozusagen, die Gründerin von Jalzogott und die Grundmutter ist sie, Galzul. Okay, also Grundmutter in diesem Fall. Du kannst sie auch Galzul nennen, du kannst sie auch Charybdorot nennen. Ja, ich bin sicher, das gefällt ihr. Gibt nur einen Strich. Ja, dann verbeuge ich mich leicht vor ihm. Ihr seid zurück. Hat Bruce Rook euch erklärt, wie dieser Rat funktioniert? In der Tat. Und wie steht das mit euch? Hat euch die Grundmutter bereits ihren Willen offenbart? Die Grundmutter ist in letzter Zeit schweigsam. Aber... nun, Gul-Jugor verfügt über die Krakonia-Krone. Er hat mir einige Dinge berichtet, die sich an der Oberfläche zugetragen haben. Tatsächlich. Was denn zum Beispiel? Nun, den Mann, den ihr Darion nennt, er hat kein Interesse an Vajat. Es ist ihm nur Mittel zum Zweck. Er ist nicht interessiert an uns. Er möchte lediglich unsere Bündnisse. Er möchte, dass wir ihm helfen in der letzten Schlacht.
Ein paar Heilreiter. Aber denkt ihr denn, was sein Wille oder seine Versprechen sind, zählt, wenn er Murudal unterstellt ist? Er hat die Krone. Er hat sie weitergegeben an Gul'jugor. Er hat sie von ihm bekommen. Er spricht als heiliges Wesen mit der Grundmutter. Er hat von ihr den Mantel bekommen. Und das Schwert des Sphärenschänders. Sie hat ihm den Mantel geschenkt. Aber das war vor seinem Verrat. Wisst ihr nicht, dass er sich von der Grundmutter abgewandt hat? Davon hat Gul'jugor nicht berichtet. Nein, natürlich nicht. Er kann uns von dem Band des Nebelmeisters brechen und sein strahlendes Licht von uns entnehmen. Hat er euch erzählt, in welcher Beziehung er zu uns steht? Ihr seid Feinde seit vielen Jahren und haltet ihn und seine Freunde auf. Wir haben das Herz seiner Arche durchbohrt. Hat er euch das gesagt? Auch das sagte er. Man kann euch nicht trauen und ihr sprecht Lügen. Und wie haben wir das geschafft, in die Herzkammer zu kommen? Dazu sagte er nichts. Nein. Er sagte, dass er geankert hat vor einer neutralen Stadt. Die Stadt aus der Tiefe von Rachnor von Scheurina. Und ihr habt den Waffenstillstand gebrochen. Das hätten wir wohl, wenn wir einfach an Bord gekommen und uns durchgeschlagen hätten. Doch der Weg, den wir genommen haben, führte durch die Niederhöllen der Grundmutter. Sie hat uns freies Geleit in dieser Aufgabe gewährt. Weil diese Tat in ihrem Sinne war. Ihr habt also nicht die ehernen Gesetze gebrochen der Stadt? Nein. Ihr lügt. Gul'jugor sagt, ihr lügt. Dann macht ihr es euch sehr einfach. Als wir das Reich der Grundmutter durchwanderten. Da tat sie uns ihre Gefühle kund gegenüber Darion Paligan und Murudal. Sie spricht nicht einmal mehr mit mir. Und da wollt ihr als Diener von Krakon mit ihr geredet haben? Ich habe nicht mit ihr gesprochen, aber sie hat sich uns mitgeteilt. Ihren Zorn über den Verrat des Darion Paligan, dem sie so viel gegeben hat, und dennoch hat er sich von ihr abgewandt und gemeinsame Sache mit Murudal gemacht. Und verzeiht meine Dreistigkeit, aber ich wäre besorgt, wenn meine Gottheit nicht mehr mit mir sprechen würde. Was wisst ihr denn da schon von? Ihr seid Slurbralb, Mürbeute. Bis vor wenigen Stunden habt ihr nicht ein Bein auf Jal zu Gott und Vajat gesetzt und nun wollt ihr mir, einem Priester, erklären, wie ich mit meiner Grundmutter zu reden habe. Wenn ihr wirklich so geneigt seid, mit eurer Grundmutter zu reden, lässt sich das arrangieren. Bin fort mit euch. Ich höre lieber auf Gul'jugor als auf euch, die ihr mir erklären wollt, wie ich mein Reich zu regieren habe. Und ihr redet und faselt von Krakon. Doch
wollt ihr gleichzeitig auserwählt sein von der Grundmutter? Wollt ihr mich verspotten? Ich habe nichts davon gesagt, dass wir auserwählt seien von ihr. Dann könnt ihr auch nicht mit ihr reden. Bin fort. Ja, geht zurück an eure Oberfläche. Raus aus dem Wasser. Wir werden uns in der letzten Schlacht wiedersehen und ich werde mich freuen, den Leich in euch hineinzudrücken. Ja, Serpentilio. Sollten wir vielleicht handfestere Argumente sprechen lassen? Ja. Der arme Mann hat den Kontakt zu seiner Göttin verloren. Wir sollten ihm helfen. Serpentilio tritt einen halben Schritt zurück und breitet die Arme aus. Und dreht sich dreimal um sich selbst im Kreis, in diesem großen... Was ist das hier eigentlich für Material, auf dem wir stehen? Das wird Granit oder sowas sein. Ich muss gerade mal schauen. Das leuchtet, dachte ich, es wäre irgendwann für Trühl. Ich wollte schon Sorgen haben. Der Tempel der Krakenmolchpalast der Leichmutter. Ein grotesker Bau aus Granit, Eisen und Krakensilber. Das dürfte es dir erleichtern. Gehen wir gleich drüber. Er, wie gesagt, wendet sich dreimal um sich und spricht ebenso dreimal die Formel der Invokation von sich her. Zarbar Exputor, Charybdorot, 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 schicke mir deinen Botschafter. Höre seinen Namen und gehorche. Und dann ergießt sich mindestens genauso lang der wahre Name des Illuminusinias. Illuminusinias, ja, genau. Aus mir reicht schon der normale Name von ihm, wenn du nicht mal den wahren Namen aussprechen willst. L. Aus ihm heraus und füllt den Raum mit schlierigem Wasser, der sich langsam über eine Minute oder so zu einer Form verdichtet. 1W3 plus 4. Ich habe eine 6 gewürfelt, das heißt, dein Zauber ist um 7 Punkte erleichtert. Wir wissen nicht, ich brauch's nicht, ich würfel einfach. Ich wollte es dir trotzdem angeboten haben. Ja, das ist ohne jede Erschwerniserleichterung geschafft. Kein Bandkreis und nichts, aber... Ich brauchst du nicht. Ja, du kannst sehen, wie sich direkt aus dem Wasser, es verdichtet sich und dann steht dein alter Mann mit Stab, weißem Rauschebart vor dir, der dich mit einem gequälten Lächeln ansieht und sich dann leicht und höflich verbeugt. Wir sind erschienen. Und das in ihr als zu Gott? Ihr seid weit gekommen. Serpentilio. Direkt vor dem Krakenthron. Melusinias, wir sehen uns wieder. Wenn ihr die Güte hättet, er formuliert das als Bitte, aber es ist natürlich auf der magischen Ebene ein Befehl, dem Hochkönig zu erklären, dass offensichtlich in letzter Zeit einige Missverständnisse im Willen eurer Erschafferin und seiner Interpretation dessen aufgekommen sind. Ihr beschwört mich und bittet mich, dem Wur von Jahl zu Gott auszurichten, was Darion Paligan plant. Ihr habt eine Abmachung getroffen und jetzt fordere ich euch, sie einzuhalten. Ihr müsst uns nicht fordern. Er streicht dabei um euch herum, geht im Uhrzeigersinn, tuckt immer mit seinem Stab auf, während er euch dann umzirkelt und blickt dann auch immer so ein bisschen spielerisch in Richtung von Ur-Kwornak. Die anderen Priester derweil sind zurückgewichen, sowohl Brusrok als auch Ur-Mashul. Quartum ist direkt aus der Halle geflüchtet und auch Gul-Yok-Yuk wird an die Wand gewichen sein, während Elumelisinias dann im Zirkel um euch herumkreist und dann auch sich auch wohl vor diesem lebendigen Krakenthron nicht zu fürchten scheint. Der Wur hat die Augen groß aufgerissen, wenn es dann noch geht, mit seinen widerwärtigen Krötenaugen, aber noch mehr Pupille könnt ihr erkennen. Es trifft sich tatsächlich so, wie die Slurbralp euch berichtet haben.
Wir haben unseren Kontrakt mit Darion Paldigan gebrochen, da er Wesen der Heskatet bevorzugt und die Feuer von Shasnabar hier wieder entfachen mag. Wir haben ihm seinen Status als Auserwählten aberkannt. Und sie erfüllen den Willen der Grundmutter mehr als ihr oder er. Ihr solltet ihnen tatsächlich vertrauen. Er streicht aber weiter um euch herum, blickt spielerisch Serpentilion. Er zittert leicht, weil er ganz genau weiß, dass er nicht in einem Bandkreis steht. Du darfst einmal eine Beherrschungsprobe für Illuminisinias würfeln. Die wird gelungen sein. Gut aus und ist nochmal weiter um 2 Punkte erleichtert, ja. Wir können euch ebenso berichten, dass Darion Paldigan den größten Frevel begangen hat, den man euch Krakoniern antun kann. Die Krone. Sie ist nun von Xquasse Lysre und Globoman Gurjek an der bodenlosen Grube verflucht worden. Eure Leichmutter wurde darin gesperrt und Wurkrauts gebunden. Ihr solltet diesen Verräter also auch nun eure krakonischen Gaben zeigen und ihn ein weiteres Mal verstoßen. Wenn er dann geendet hat, schnippt Serpentilio mehr performativ, man hört es natürlich unter Wasser nicht, mit dem Finger und entlässt den Dämon in einer Tintenwolke, die sich langsam auseinanderfasert. Seht, die Diener eurer Grundmutter kommen auf meinen Rufen und sie verschwinden auf meinen Willen. Erkennt eure Meister. Du kannst sehen, dass Illuminisinios bleibt. Ah, verdammte. Dämon? Er streicht weiter um euch herum. Du hast dein Werk getan. Verschwinde, woher du kamst. Etwas mehr Respekt mit uns. Wir sind nicht irgendein Diener. Wir hatten großen Spaß mit euch und werden ihn weiter haben. Und ich gehe, wenn ich gehen will. Wir gehen, wenn wir gehen wollen. Und Serpentilio, ihr mögt auch einen Yonaho mit 10 Hörnern rufen und beherrschen, aber nicht mich. Alles in dieser Sphäre, was nicht von hier stammt, ist beherrschbar. Und es ist bannbar. Ich habe euch gerufen und ich kann noch mehr tun. Verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Der Schwarzmagier klammert sich mittlerweile an seinen Stab und ihm stehen die Adern auf der Stirn. Ein letztes Geschenk von uns. Und er geht, gemessenen Schrittes, hat er die letzte Runde gemacht, auf dich zu. Und du bist dir nicht ganz sicher, ob er sich kurz vor dir auflöst oder ob er sich mit dir verbindet. Stab an Stab, Brust an Brust. Es sieht fast so aus wie ein Geist, als würde ein Geist in dich dringen. Dann ist er weg. Wenn ihr schon nicht mit eurer Göttin sprechen könnt, König, zum Glück konnten wir es. Ihr habt sein Wort vernommen und ihr habt ihren Willen vernommen. Ich denke, ihr wisst. Ihr Unterhändler. Soll ich zum Beweis nach den 10-Armigen für euch rufen? Soll ich vielleicht ihre Präsenz selbst in diesen Thronsaal rufen, auf dass sie ihn voll und gänzlich ausfüllt und uns alle dahin rafft? König Hokyok reißt jetzt auch seine Augen auf. Nein, tu das nicht. Dann lasst endlich gut sein.
Was meinte er mit der Bannung von Wurkraut? Was ist passiert bei Rulat? Das können wir euch sagen, wenn ihr uns sagt, was es mit dieser Krone auf sich hat. Die Krone ist ein Artefakt, das sich seit jeher in dem Besitz von Vajat befindet. Wie kam es nach Rulat? Sie verschwand vor langer Zeit. Murudal trag sie, bevor er verschwand. Sie ist eine Krone aus Krakensilber, passt auf das Haupt seines Wurs. Nun, dann ist sie mit Murudal wiedergekehrt und er hat sie benutzt, um die Leichmutter zu binden.